Hallo zum zweiten Teil des ja durchaus großen Themas Objektorientierung. Für den zweiten Teil habe ich mir ein etwas kleineres Thema ausgesucht, und zwar das Thema Interfaces. Wer den ersten Teil gesehen hat, kennt sich ja schon mit grundsätzlichen objektorientierten Themen aus und hat vielleicht auch in der Praxis an der einen oder anderen Stelle schon mal das Thema Interfaces gesehen oder schon mal damit zu tun gehabt. Und in diesem kurzen Video will ich mal ja, die groben Gedanken zu diesem Thema erklären. Nun, warum steht jetzt hier die Kunst, in die Zukunft zu blicken? Kann ich mit Interfaces in die Zukunft blicken oder was soll das? In gewisser Weise ist das durchaus so der Kerngedanke von Interfaces. Was ich mit Interfaces nämlich machen kann, ist, ich kann Funktionalitäten von Klassen nutzen, soll heißen, Methoden von Klassen aufrufen, die jetzt noch gar nicht existieren. Das heißt, ich kann eine Klasse schreiben und kann aus dieser Klasse, die ich jetzt schreibe, wiederum ein Objekt empfangen von einer anderen Klasse, und die muss noch gar nicht existieren. Es geht natürlich nicht so, dass ich in die Zukunft blicken kann, das ist klar, aber was ich machen kann, ist, ich kann für all diejenigen, die in der Zukunft Objekte schreiben oder Klassen schreiben wollen, die ich dann in meiner Klasse, in meinen Objekten nutzen möchte, denen kann ich vorschreiben, wie sie das zu tun haben. Und das ist im Wesentlichen der Gedanke des Interfaces. Das schauen wir uns jetzt mal an einem ganz konkreten Beispiel an. So, das Beispiel, das ich mir rausgesucht habe, um dieses ganze Thema zu erklären, ist ein Thread. Wir alle haben schon mal mit einem Thread gearbeitet, und zwar dem Main Thread. Das ist im Wesentlichen das Java-Programm, das unseren Code abarbeitet. Dieser Main Thread ist jetzt, ja, wird durch unseren Java-Befehl gestartet, und was der im Wesentlichen ja macht, ist, er ruft unseren Code auf. Im Wesentlichen startet er die Main-Methode, und von dort aus geht dann unser komplettes Programm los und macht dann die ganzen tollen Sachen, die wir da reingeschrieben haben. Wenn ich jetzt einen weiteren Thread erzeugen möchte, einen parallelen Thread, um, keine Ahnung, aufwendige Sachen zu machen, um, was weiß ich, die User-Interaktion nicht in Stocken geraten zu lassen und so weiter, dann müsste ich jetzt einen neuen Thread, einen parallelen Thread starten. Und der Code dazu, es steht hier, angenommen, ich möchte jetzt, warum auch immer, einen parallelen Thread in meinem Programm antriggern. Was ich da mache, ist, ich erzeuge ein neues Objekt. Schlüsselwort für neu ist new, und dann kommt ein Thread. Und diese Klasse wurde mir von den Java-Machern zur Verfügung gestellt. Das heißt, die schreibe nicht ich, sondern die haben die Jungs von seinerzeit Sun realisiert. So, als Parameter haben sie ein Objekt vorgegeben. Das heißt, dieses Aufrufargument ist jetzt my class, das soll jetzt meine Klasse sein, die ich geschrieben habe. Und als nächstes erfolgt der Start, das triggert sozusagen dann diesen Thread an, dass er wirklich ins Leben gerufen wird und dann irgendetwas macht. Das Ganze läuft dann so, dass dieser Thread in einem innerhalb meiner Java Virtual Engine zu einem parallelen Thread eben aufgerufen wird, und dieser Thread soll jetzt irgendwas, was ich dem Thread vorgebe, tun. So, die erste Frage ist jetzt: Was ruft dieser Subthread jetzt auf? Wir erinnern uns ja, dass in dem Main-Thread dieser unsere Main-Methode aufgerufen hat. Und die Frage ist, hat jetzt mein Subthread auch eine Art Main-Methode? Und in gewisser Weise gibt es die. Die heißt halt hier nicht Main, sondern Run. Das heißt, in einer Java-Klasse, in einer, die ich jetzt geschrieben habe, muss jetzt eine Methode vorhanden sein, die da heißt Run. Und sobald der Subthread startet, das mache ich ja mit
diesem Befehl hier wird dieser Subthread losgeschickt, sucht sich in meiner Klasse die Run-Methode und ja, zuckelt dann los. Die eigentlich zentrale Frage ist jetzt aber an dieser Stelle, woher um alles in der Welt kennt die Klasse Thread, die ja von den Java-Machern erzeugt wurde, meine Klasse? Also grundsätzlich können die sie ja nicht kennen, weil diese Thread-Klasse wurde ja weit vor dem heutigen Tage geschrieben. Ergo müssen die Jungs in irgendeiner Form einen Mechanismus zur Verfügung haben, um eben eine Klasse als Parameter zu übernehmen, die sie bis dato noch nie gekannt haben. Und das Geheimnis an dieser ganzen Thematik ist eigentlich diese Run-Methode. Weil das Einzige, was dieser Thread ja wissen muss, ist, was rufe ich auf? Und das ist ja entsprechend unsere Run-Methode. Das heißt, ich muss jetzt in irgendeiner Form diesem Thread mitteilen, pass mal auf, lieber Thread, das, was du von mir kriegst, ist eine Klasse, das ist my class, und sagt dieser Thread, das interessiert mich nicht, den habe ich noch nie gesehen und werde mich auch nicht näher damit beschäftigen. Und jetzt sage ich aber, lieber Thread, ich implementiere in dieser Klasse ein Interface genannt Runnable. Dieses Runnable indiziert nun diesem Thread, dass dieses Objekt, was er hier bekommt, tatsächlich sowas hat wie die Run-Methode. Das heißt, das Einzige, was dieses Interface Runnable macht, wenn ich hier schreibe Implements Runnable, das ist wirklich das Einzige, was dieses Ding macht, ist, es fordert von meiner Klasse, MyClass, dass diese Run-Methode implementiert wird. Also nochmal, der Thread erwartet nun ein Argument. Dieses Argument ist ein Objekt von einer Klasse. Und dieses Objekt muss auf jeden Fall eins haben, und zwar die Run-Methode. Und damit dieser Thread das feststellen kann, dass eben dieses Objekt von MyClass tatsächlich diese Run-Methode implementiert ist, indem es einfach prüft, implementiert denn diese Klasse das Interface Runnable? Und wenn die Antwort ja ist, dann weiß dieses Thread-Objekt, mit dieser Klasse kann ich arbeiten. Und dann wird eben dieser Thread gestartet, es wird die Run-Methode aufgerufen und dort kann ich jetzt meinen Code entsprechend umsetzen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verworren, das Ganze, aber eigentlich ist es relativ straightforward. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal in einem etwas anderen Beispiel an. Also, was wir bis jetzt verstanden haben, ist, dass ein Interface, also eine Schnittstelle, lediglich festlegt, welche Methoden in einem Programm oder in einer Klasse vorhanden sein müssen. Das sieht dann so aus, dass ich ein Interface habe, das entsprechend festlegt, welche Methoden hier drin stehen. Dann meine Klasse dieses Interface implementiert. Und die fremde Klasse nutzt jetzt meine Klasse, aber nicht direkt, sondern über das Interface. Das heißt, diese fremde Klasse weiß gar nicht, dass meine Klasse existiert. Diese fremde Klasse muss lediglich wissen, dass meine Klasse das Interface implementiert. Wenn es das tut, kann es damit arbeiten. Das ist der Grundgedanke. Schauen wir uns das mal im Java-Code an. So, Schritt für Schritt, wir beginnen mit dem Interface. Das kriegt sein eigenes File verpasst. Der Name ist myinterface.java. Das Schlüsselwort Interface besagt, Achtung, jetzt kommt keine Klasse, sondern eben eine Interface-Definition. Und wir haben ja gesagt, das Interface soll lediglich sicherstellen, dass eine nutzende Klasse weiß, was die genutzte Klasse an Methoden liefert. Und das heißt nichts anderes, dass ich dann entsprechend die Methodensignaturen in dem Interface hinterlegen muss. Mit allen drum und dran, also Sichtbarkeit, den Rückgabewerten, Name und den Parameterwerten.
das ist streng genommen auch schon alles. Mehr muss ein Interface ja nicht liefern. Es muss nur eine Art Vertrag über die Beschaffenheit der Methoden darstellen. So, wenn ich jetzt eine Klasse schreiben möchte, die dieses Interface implementiert, dann mache ich ganz normal mein Klassenfile. Ich habe das Ding jetzt mal MyClass getauft und dieses Ding implementiert jetzt dieses Interface. Das Schlüsselwort ist implements myInterface, genau dem Namen entsprechend, wie wir es im Interface-File dann festgelegt haben. Und damit verpflichte ich mich sozusagen als Klassenautor, dass die im Interface angegebenen Methoden auch vorhanden sein müssen. Jetzt aber mit einer Funktion. Also ich habe jetzt mal eine sehr einfache Funktion dargestellt. Es wird lediglich auf diesen Parameter der Wert 10 hinzuaddiert und zurückgegeben. Und somit bin ich jetzt sozusagen der Forderung des Interfaces nachgekommen und habe die Methoden, oder in dem Fall jetzt nur eine Methode, aber es können auch mehrere sein, wenn ich das Interface ein bisschen aufwendiger gestalte, ich habe die Methoden, die gefordert sind, umgesetzt. Und damit hat bin ich meinen Vertrag sozusagen entgegengekommen, ich habe ihn erfüllt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze genutzt wird. Ich habe jetzt hier eine Foreign Class geschrieben und diese Foreign Class soll jetzt eben meine Klasse MyClass nutzen. Was wir dazu brauchen, ist jetzt ein Objekt, das jetzt, in dem ich jetzt später meine Klasse hineinschreiben möchte. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass der Typ jetzt nicht mehr MyClass ist, sondern der Typ ist MyInterface. Das heißt, ich sage, ich möchte jetzt eine Variable hier reinschreiben oder ein Objekt in diese Variable hier reinschreiben und gebe keine Klasse als Datentyp an, sondern ein Interface. Und damit sage ich, wer auch immer sich hier in diese Variable reinsetzen will, muss das Interface MyInterface implementiert haben. Sonst akzeptiere ich das nicht. Dann an irgendeiner Stelle, jetzt in dem Beispiel jetzt im Konstruktor, übergebe ich jetzt ein Objekt, auch wieder vom Typ MyInterface. Und wenn ich jetzt quasi hier in dieses Objekt eine Instanz von MyClass reinlege, dann ist der Compiler auch happy und sagt, ja, das passt, weil MyClass ja dieses Interface implementiert. Das heißt, an der Stelle übergebe ich jetzt ein entsprechendes Objekt an diese Foreign Class und kann dann entsprechend mit der Methode, die in diesem Interface hinterlegt ist, das war ja the Interface Method, haben wir das Ding getauft, mit der kann ich jetzt in dieser Foreign Class arbeiten. Das heißt, wenn wir uns diesen Code jetzt nochmal anschauen, wir nutzen tatsächlich MyClass, also ein Objekt vom Typ MyClass, ohne auch nur irgendwo in diesem Programm diese Klasse auch als MyClass zu bezeichnen. Wir legen dieses Objekt von MyClass immer in ein Objekt von in eine Variable von Typ MyInterface hinein. Und damit nutze ich sozusagen in dieser Foreign Class genau diese Klasse, ohne sie exakt zu benennen. Ich arbeite ausschließlich über das Interface mit dieser Klasse. Und das kann, wie gesagt, für diverse Situationen durchaus eine ganz praktische Sache sein. Soweit dazu. Ich hoffe, dass ich das ganze Thema ein bisschen näher gebracht habe. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.